das war ein großer Spaß in der letzten Folge, würde ich sagen, unser blöde Planetenkiller. Aber wir haben ihn gekillt, den Planetenkiller. Und weiter geht das Killen der Cardassianer. Und wenn ich noch einmal killen sage, dürft ihr mich killen. Ja, herzlich willkommen zurück hier bei Word of Play. Ich bin der Lutz und wir sind hier immer noch bei Star Trek Armada 3. Ja, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir ja den Planetenkiller erfolgreich ausgeschalten. Ich habe jetzt schon den Planeten übernommen. Das ist sehr schön. So, einmal eine Reparatur werft, weil meine Flotte ist ja heftigst, vor allen Dingen Picard, ja heftig was abbekommen. Meine Flotte ist heftigst zerrissen worden. Und, nein, nicht heftigst. Mir fällt gerade auf, großartig viel Schaden hat der Planetenkiller jetzt nicht angerichtet. Kirk sei loben Dank. Ja, dann würde ich mal sagen. Was war das denn? Ach, das wird Janeways photonische Flotte oder taktische Flotte, wie das Ding jetzt hieß. WTF. Ja. Wartet mal. Ja, ich bin jetzt gerade dabei. Warum sage ich die ganze Zeit ja? Ich bin jetzt gerade dabei, hier und mich um unser kleines Schiff hier zu kümmern, was man auch Dreadnought nennt. Ja, das dauert jetzt allerdings noch eine ganze Weile, bis ich das habe. Ja, ich möchte gerne... Schon wieder mein Jahr! What the fuck? Ich möchte gerne die Polaris bauen. Ich bin nicht so ein Fan der Excalibur. Die Excalibur dient auch mehr der Flottenunterstützung, während die Polaris mehr taktisch ausgelegt ist. Also die Polaris sollte man nehmen, wenn man angreifen will, sage ich mal. Während die Excalibur mehr für die Defensive ist. Letzten Endes, ich muss mal ganz ehrlich mal eins sagen. Wenn ich ein Dreadnought baue, dann gehe ich doch davon aus, dass ich angreifen will. Also, naja. Gut, letzten Endes im Kampf ist vielleicht ein wenig Flottenunterstützung auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der... Es geht mir hier mehr um den Style. Und man kann ja nur einen Dreadnought bauen. Und da gefällt mir der Style der Polaris einfach besser. Und dementsprechend baue ich mir jetzt eine Polaris. Und... Station. Dann kommt Complete. Noch eins dazu, wenn ich in Dreadnought baue, dann möchte ich auch raushauen. Gut, ich gucke gerade was. Ne, das hier ist die Star Trek 10. Schiffswerft, ja. Obwohl diese Schiffswerft hier dasselbe Modell ist, bloß dass sie hier richtige Platten hat. Die Schiffswerft und hier, das sind ja mehr so Streben. Das ist interessant. Huch! Was war denn das jetzt? Achso, hab mich verklickt. Alles klar. So, ihr müsst das jetzt mal eine Sekunde ertragen, bitte. Wartet mal. Ich ja eben mal schnell was gucke. Tachchen Spezies 8 für 7-2. Was ist auf dieser Map los, sagt mal. Angenommen kommt jemand anders und will uns putt machen. Ja gut. Ja, meine Flotte ist jetzt schon wieder repariert. Sehr schön. Passt. So, mir fehlte noch eine Jupiter, wenn mich nicht alles täuscht. Die setzen wir jetzt hier hin. Keine Logistik-Slots, aber ich kann ja welche erforschen. So. Ach, bin ich doof. Das war jetzt ein Epic Fail. Die Ressourcen erstmal, die ich hier hart erspart habe, raushauen. Na egal. Ach ja, da waren die ersten 2 Minuten des Videos total so. Alert the crew. Jude. Was erwartet? Jungs, wir greifen an. Engage engines. Wir greifen an. Die Klingonen haben Mars erobert. Ah, für Mars muss ich erstmal Kolonisierung Level 2 haben. Super. Kann mir das mal einer sagen, bitte? Gut. Katze mit Hut. Dann greifen wir jetzt mal an. Take us to warp. Oh. Change heading. Das ist interessant. Zurzeit geht's den Cardis nicht ganz so gut, habe ich so das Gefühl. Die werden immer noch Credits von mir. Naja. Ja, das haben wir. Diesmal scheint es einen Kampf gegen die Klingonen zu geben, so wie es aussieht. Engage. Ah, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Die Klingonen sind hier sehr, sehr aggressiv. Adjusting coordinates. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe.
Die Klingonen haben einen Buff. Station complete. Die ersten 30 Sekunden im Kampf kriegen die einen erheblichen Damage-Buff. Yellow Alert. Also man merkt schon, dass die Klingonen darauf ausgelegt sind, anzugreifen. Give the word. Und dann böse Aua zu machen. Alter Course. Dann hätte ich hier gerne noch eine Allegiance und Instant. Noch Warp eine Speed. Allegiance. Change heading. Und ich pulvere die Ressourcen nach, wisst ihr was, denke ich doch. Fire when ready. Also jetzt wartet mal eine Sekunde, hier ist ja gar nichts. Also ich weiß so richtig nichts. Nothing. Nicht mehr kolonisiert ist das Ding, hier ist eine 1, what the fuck. Kann das sein, dass die Kristalline doch ganz schön gebietet hat? Research. Na, mir soll es recht sein. Ja, ich habe vor, Mars zu übernehmen, was vielleicht jetzt ein Problem mit den Klingonen sein könnte, weil die Klingonen könnten ein wenig angepisst sein. Station complete. Vielleicht habe ich ja Glück und die Cardis haben das dann noch unter ihrer Fuchtel. Ja, mal gucken. Ich setze mich jetzt wieder auf meinen Dreadnought konzentrieren. Weil egal, ob jetzt die Klingonen oder die Cardis das Drecksding haben, jemand hat es und leider bin ich das nicht. Ja, flieg da mal bitte hin. Ich möchte wissen, ob die Klingonen auf uns warten oder nicht. Achso, das tut gerade schon ein Kollege von Lu. Dann flieg du mal dahin, weil ich möchte wissen, was da ist. We await your command. Jawohl. Damit haben wir schon mal, ja, das ist jetzt peinlich. Deimos? Ich hoffe, der Mond wird so ausgesprochen, Deimos. Ja, ich hoffe, ich bete gerade, dass Mars unerforscht ist. Das heißt unerforscht, das war jetzt Quark, nicht kolonisiert, wollte ich sagen. Bring up local star charts. Ja, es ist zwar wichtiger, dass du Mars aufklärst, aber whatever, kein Problem. Ach komm, mach dein Ding, ist mir jetzt egal. Ist mein anderes Aufklärungsschiff gerade von 8472 putt gemacht worden? Ich glaube ja. Awaiting orders. Scheiße. Gut, greift mal an. Wir gucken mal, was da ist. Gut. Ja, aus Deimos wollte ich jetzt hier in Allegiance Planet machen, weil, damit wir hier die Mars plus Monde richtig befestigen können. Und aus dem anderen Planeten wollte ich dann Handelsstation machen. Und aus Mars. Ja, was stand wohl bei Star Trek beim Mars? Ich kann mich ja da an eine sehr, sehr große Schiffswerft erinnern. Benannt Utopia Planitia. Oh, ich bin gerade im siebten Himmel. Hier ist niemand. Warum ist hier keiner? Geht's ja nicht, die Cardis sind an der Kristallin gescheitert. Das wäre jetzt interessant. Cool. Das freut mich doch sehr. Station ich krieg's complete. Nicht voll gerade. Na gut, dann konzentriere ich mich jetzt unable erstmal darauf, die Planeten vernünftig zu befestigen. Und dann konzentrieren wir uns auf den Dreadnought. Adjusting coordinates. Drehen wir den Plan wieder ein bisschen um. Ist jetzt nicht das Problem. Change heading. Enemy engaged. So. Ah, Mars hat plus Tritanium zu bieten. Limited water, na super. Low vegetation, super. Toller Planet, was will ich damit? Was ist jetzt hier? Ah. Schiff der blöden 8 Spezies auf Versehen 2 ist gekommen, um uns Platz zu machen. Super. Ach ja. Toller Tag heute. Colonization. Sehr schön. Zieht euch mal bitte hier hin zurück. Engage Engines. Platt. Ja, und wir vergessen jetzt erstmal ganz kurz den Dreadnought. Was die ersten paar Minuten des Videos noch sinnloser machen, aber naja. Macht natürlich. Jawohl. Jawohl. Boah, jetzt bin ich so gut wie platt schon. Super. Ensign, warp speed now.
inwiefern kriegen wir jetzt noch... Oh ja, die Ressourcen. Make it so. Oh, sind meine Ressourcen. Halleluja. Gut. Warp speed. Befestigen wir jetzt erstmal die Kacke hier und dann gucken wir mal weiter. Ich bin gerade am Überlegen. Das innere Sol-System ist jetzt komplett befestigt von den Klingonen. Station das complete. Ist ein äußerst heftiger Nachteil, weil ich wollte mir jetzt eigentlich das innere Sol-System schnappen und somit die Ressourcen holen, die ich brauche, um gegen die Klingonen zu kämpfen. Ja, jetzt ist das Problem, ich wollte mit den Klingonen eine Allianz. Mir fällt gerade was auf. Engineering, die sind gerade auch nicht so gut auf mich zu sprechen. Ha, das ist interessant. Station complete. Gott, das Witz ist ab für 7-2 Schiff gerade wirklich nicht durch die Verteidigung einer nicht aufgebauten Basis? Ha. Station complete. Und da haut die Basis schon raus. Nur nicht wirklich effektiv, wie mir gerade auffällt. Ey, ey. Na gut. Du Basis, bau mal noch hier daneben. Du Basis. Du Schiff, bau mal hier. Ja, bau einfach da eine schöne Waffenplattform hin. Kein Problem, kein Problem. Standing by. Station complete. Station complete. Waren hier nicht noch eben ein paar andere? Ach, wisst ihr was? Alter Course. Nicht in Frage stellen. Einfach machen. Also gut, es sieht ja beinahe so aus, als würden wir auf eine direkte Konfrontation mit den Klingonen zusteuern. Dann lass uns doch einfach mal ganz schnell den Neptun holen und dann schauen wir mal weiter. Station complete. Befestige ich jetzt da den Mond oder nicht? Ich entscheide mich erstmal für nicht. Alter, das ist klasse. Ab für 7-2 zerfetzt erst. Super! Mein Torpedo-Turret ist total im Arsch und ab für 7-2 denkt sich so: willst du mir damit jetzt wehtun? Der Kampf verläuft sehr, sehr gut. Ja. Alter Kurs. Alles innerhalb der Toleranz oder so, ich weiß es nicht. Gut. Prepare the docking base. Mir geht gerade so durch den Kopf, wenn die Klingonen jetzt diejenigen sind, die den Dreadnought gebaut haben, das spielt mir eigentlich sogar relativ in die Hände, weil wenn die Klingonen den Dreadnought haben, heißt das, dass der nicht so eine große Bedrohung für mich ist. Aber das größte Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist, dass die Cardis Alter Course. Dass die Cardis jetzt erobert werden von den Klingonen und dass dann die Klingonen dementsprechend die meisten Ressourcen im Spiel haben werden. Das ist extrem beschissen gerade. Ja, guckt euch das mal an. Engage engines. Ensign, warp speed now. Diese 8472 Typis nerven gerade. Change heading. Ach, seht ihr, das Asteroidenfeld kann man jetzt hier auch wieder einnehmen. Steady as she goes. Ich hatte doch hier jetzt, glaube ich, noch... Jawohl, Kolonieschiff, flieg mal dahin bitte. Bring us about. Hol mir das Ding da wieder. Ja, Neptun. Take us to war. Schön ressourcenreich, also das wird uns definitiv was bringen. Was bringt der Mond? Triton bringt gar nichts. Bring us about. Na, wir sollten es uns trotzdem aneignen. Alter Course. Das ist gerade interessant. Warum sind hier noch Angriffsschiffe der Cardis? Also hier war irgendwas Größeres, habe ich so das Gefühl. Standing by. Steady as she goes. Changing heading. Adjusting coordinates. Make it so. Squadron reporting, Captain. Wir schicken schon mal die Hälfte der Flotte da hoch. Engage engines.
Und dann gucken wir mal. Wir erforschen jetzt hier noch die Dings zu Ende. Die Antimaterie. Das sieht auch komisch an. Ich erforsche Antimaterie, obwohl, wenn ich genau drüber nachdenke, man erforscht ja zurzeit auch Antimaterie. Also ist das jetzt nicht so falsch. Standing by. Henson. Jetzt macht jetzt gerade die Masterdor. Jawohl. Standing by. Dann kann ich die gesamte Flotte da hochfliegen und Fire when ready. Diesen blöden Affe sind zwei Schiffen gar ausmachen. Gut. Damit haben wir jetzt hier unser kleines Zentrum errichtet. Alter Course. Oder nicht errichtet, noch. Ihr seid dahin fliegen. Unable to comply. Und Affe 7-2 kaputt machen. What the fuck? Standing by. Was war denn das jetzt für ein Bug? Ready weapons? Im selben Augenblick, wo ich den Planeten anklicke, habe ich trotzdem noch die Flotte ausgewählt. Interessanter Bug. Unable to comply. Also, take us out of here. Asteroiden befestigen. Super. Und dann Trade Stations an Trade Stations. Alter Course. So viel lernt's gar nicht. Na egal. Die paar dieser Onkel reichen doch. Change heading. Standing by. Ich frage mich gerade, ob die, Prepare the docking bays. Oh! Die Kristalline ist gerade hier und erledigt mal die Arbeit für uns. Das, ja, das ist doch sehr, sehr nett. Es ist ein sehr interessanter Bug, dass wir die Strahlen sehen können, die das Schiff schießt. Sehr interessant. Die das Schiff schießt. Die Kristalline schießt natürlich. Was ist hier? Ach, oh, das ist jetzt ein interessanter Kampf. Eine Basis gegen Spezies 8472. Naja. Enemy gut. Affe 7-2 hat nicht wirklich eine Chance gegen meine Basis. Ah, super. Fühle ich mich doch schon wieder beruhigt. Jawohl, macht's kaputt. Macht's gut. Kommt schon. 44 noch. Was? Wow. Die Regenerationsrate von Spezies Affe 7-2 ist echt beträchtlich. Ja, interessant. Schön, dass man da dran gedacht hat. Was ist jetzt hier? Oh. Cardis on Tour. Unable to build. Unable to build. Du mich auch. Prepare the docking base. So, darf ich jetzt hier diese Basis errichten? Danke. Und, oh ja, dann sind wir schon out of logistics. Das ist supi. Yep. Alter Course. So viel zu meinem Tor. Achso, zu einem Handelszentrum. Complete. Was ist das da? Changing heading. Achso, bloß eine Fregatte. Oh Gottis. Seid ihr wirklich schon so am Ende? Dann hätte ich euch doch vorhin noch die Credits geben können. Insufficient. Latinum. Ah, naja, shit happens. Gut. Alert the crew. Make it so. Mass. Ey, Affe 7-2 hat meine Basis hier zerfetzt. Meine Werft. Arschgeigen. Naja. Wir kommen wieder. Richtig viel Ressourcen kriege ich ja immer noch nicht. Immer noch nicht. Was ist das da? Was ist hier ein Constructor? Sagt mir jetzt ja nicht, dass die blöden Cardis vorhaben, da was zu errichten. Oh oh, da kommt eine Galor. Zieh dich mal zurück, Kumpel. Bring us about. Awaiting orders. Reroute all auxiliary power to weapons. Warum kommt da jetzt eine Galor an? Oh. Station complete. Da kommt noch einer an die Düste, irgendein Cardi. Irgendein Hero Cardi. Scheint ja beinahe so, als hätten sich die Cardis schon erholt. Drecksäcke. Elende kleine Drecksäcke. Station complete. Machen hier einen auf toten Mann. Na gut. Give the word. Dann spielen wir doch jetzt mal ein bisschen aggressive Föderation, hä? Alter Course.
kann auch einfach mal vorbei. Research complete. So. Naja, Hauptsache wir haben jetzt erstmal unser Moss eingenommen. Change heading. Alter course. Ich glaube, die Gardis kommen gleich hier an. Kann das sein? Take us out of here. Warp 9. Engage. Ach nee, die haben sich komplett zurückgezogen. Na gut. Scheinen die Klingonen denn doch mehr Probleme Vincent, zu machen, als ich dachte. Warp speed now. Helm, new heading. Give the word. Ready weapons? Dann zeigen wir erstmal Flagge. Jetzt kommt. Oh, jetzt kommt hier schon wieder ein Damage. Schweiz jetzt 8472. Scheiß Kackschiff. Mann, wie viele haben die? Go ahead. What's on your mind? Oh, die gehen mir gerade auf den Sack, die blöden Undinen. Oh. Jetzt wieder eine Werft zu bauen, Station solange der complete. Unterwegs ist, bringt nicht viel. Super. Ich hasse euch kleinen Kali-Drecksäcke. Das ist mein Asteroidenfeld. Habt ihr es kapiert? Station complete. Lasst den sich zurückziehen und dann ahead full. Fliegt ihr mal bitte schnell rüber und macht die Undinen kaputt. Ach ja. Ein toller Samstagabend. Nein, heute ist Dienstag. Dienstag, Nachmittag um 10 vor 4. Ja, das war jetzt eine äußerst wichtige Information. Make it so. So. Warp Speed. Ja, ich entwickle dir gerade einen gewissen Hass gegen unsere Spezies 8-7. Ja, adjusting ja. Coordinates. Eigentlich wünsche ich mir gerade, dass die Borg die wirklich fertig gemacht hätten. Bei näherer Betrachtung denke ich mal, dass ein Kampf gegen die Borg noch beschissener wäre. Also nehme ich dieses Statement wieder zurück. Standing by. Auf einmal wird mir bewusst, wie toll das so eine Verteidigungsflotte sein kann. Prepare the colonists. So weiß ich, 4-5 Schiffe, die da so jeweils, ne? Ja. Die so ein bisschen die Basis verteidigen können. Ja. Oh, toll, das habe ich gerade eben erst alles aufgebaut, ihr kleinen Wichser. Ach Mann. Das war teuer. Das hat mich 250 Credits gekostet pro Asteroid. Und ihr macht das alles wieder kaputt. Ja, toll, noch einer kaputt. Jetzt muss ich schon 750 zahlen. Adjusting coordinates. Changing heading. Ich glaube, die sind beauftragt worden von dem Ferengi, jetzt mal ehrlich. So, genug gejammert, aufgebaut und dann platzieren wir hier wieder ein Engage. Schusswerft hin. Und dann beenden wir jetzt hier dieses ewige Hickhack mit diesem blöden Affe 7-2. Indem wir uns einen Starbase Constructor holen. Und dann hat sich das doch hoffentlich gegessen, das Thema. Jude. Prepare the colonists. Da kommt schon wieder dieser olle Hero angeschissen. Ship at full readiness. Mach den kaputt, Mensch. Jetzt läuft er weg. Guckt euch das an. Jetzt läuft er. Oh, er dreht. Worauf? Nicht auf mein. Ach so, auf das. So, auf den letzten Asteroiden, den ich befestigt habe, ja? Kleine Spasti seid ihr doch. Mann. Na gut, okay. Wenn ich jetzt so ein Geschwader an Peregrine sehe, würde ich auch laufen. Ja, sieht cool aus. Was machen die? Was macht der F-72 da? Ein Superbeam? Ja, einen gewaltigen Superbeam. Der Damage wird noch angerechnet. Dort ist angekommen. Und gleich macht die Station bumm. Irgendwie nicht so ganz. Na gut. Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder.
darf ich von ganzem Herzen. Helm, new course heading. Gut, dann lass uns jetzt erstmal dahin düsen. Und dann holen wir uns da oben noch diesen blöden Starbase Constructor. Prepare the colonists. Helm, warum new heading. Asteroiden? Wir erzählen jetzt erstmal den Colonists eine Geschichte. Und zwar die Geschichte über den Mann, der angepisst war, weil die immer zu ihm seine Asteroiden weggenommen haben. Prepare the docking bays. Die Basis wird jetzt ausgepflanzt. Ja, klasse. Na gut. Pflanzt? Das ist wirklich gesagt. Seit wann kann man Stationen anbauen? Make it so. Change heading. Ensign, warp speed now. Oh, of course. Da gab's eine Massenbeförderung schon wieder für meine ganzen Heroes. Station complete. Für meine Galaxy. Give the word. Fertig. So. Acknowledge, Starship. Schade, leider hat die Galaxy nicht doch einen zusätzlichen warp Hangarplatz speed. Bekommen. Aber gut. Passt schon. Passt schon. Station complete. Ich dachte, der Constructor da war. Whatever. Ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Geduld. Ist da was jetzt witzig wäre, wenn ich hier changing so ein Dings hinsetzen würde, so ein Außenposten und dann würde der Außenposten dieses blöde Kolonieschiff zerfetzen. Oh, leider sind mir dafür jetzt die Ressourcen zu schade. Alter Course. Ja, kommt, das sind gerade die Aufklärungsschiff zum Glück. Engage. Das hätte ich jetzt geschrieben. Station complete. Awaiting orders. Reroute all auxiliary power to weapons. Ich hoffe, die Klingons ziehen sich jetzt zurück. Scheiße, die greifen sie an. Naja. Unfälle können passieren, ne? Oh shit. Ich glaube, die sind jetzt ein wenig angepisst. Kann das sein? Awaiting orders. Wollte ich jetzt erstmal zum blöden Nico. Weil der geht mir ein bisschen auf den Sack. Ein bisschen doller. Station complete. Also ist da jetzt schon wieder? Ah, nix, gut. Hat der Constructor gerade konstruiert? Ja, sehr schön. Was ist hier? Ein leuchtendes Stück Schrott. Okay, interessant. Construction is complete. So, einmal Schiffswaffe bitte. Space Dock bitte. Das wird jetzt auch interessant. All hands to battle stations. Engage engines. Wenn die Klingonen dann angreifen, haben die hier erstmal so eine fette Basis vor der Nase. Battle stations. Hier, nehmen wir das. Squadron reporting. Nicht das Status Report. Sollte mir Bericht erstatten, sondern schon ein Blick. Alter Course. Take us to warp. Wir sollten uns, glaube ich, in Neptun jetzt holen. Selbst wenn uns da jetzt die Kristalline erwartet. Changing heading. So viel Widerstand von ihr erwarte ich jetzt aber auch wieder nicht. Gut. Wie gesagt, wir. Warp speed. Machen das mit den Dreadnought jetzt etwas später. Unable to comply. Ich würde jetzt gerne erstmal meine Waffen und meine Schutzschilde und ach, ich werde im Allgemeinen gerne jetzt erstmal meine Schiffe upgraden. Und da habe ich ein Upgrade vergessen. Ach so, für die Intrepid. Gut, das ist jetzt nicht so interessant. Ich glaube, die Fähigkeit hat die Voyager nicht mehr. Nicht mal so. Ein Standard Intrepid werde ich jetzt nicht bauen. Jedenfalls noch nicht. So. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir hier noch einen Außenposten hin und auf dem anderen Mod noch einen Außenposten. Sollte sich noch mal jemand überlegen, da angreifen zu wollen. Ja, und meine Flotte wird sich jetzt erstmal in Neptun. Gut.
We await your command. Adjusting coordinates. Dann zieht mich mal dahin zurück. Ready for action. Die Cordis haben sich ja schön zurückgezogen. Das gefällt mir. Alter Kurs. Wie lange dauert der Basenbau noch? Ach du Scheiße, 41% erst. Ja, es dauert noch ein bisschen. Gut. Change heading. Dann lass uns mal hier noch schnell ein bisschen Verteidigung bauen. Insufficient. Latinum. Adjusting coordinates. Oh. What the fuck? Fire when ready. Research. Alter, das sind ja bloß Grador-Klassen. Naja, nicht ganz, make aber so. Gut. Angriff. Oh nein, der Schiff war auslaufen. Das wird jetzt der erste große Kampf. Drecksäcke haben sich ready wirklich totgestellt. So eine billige Strategie. Ich bin echt ent... Oh, 20. Läppische Garros. 20. Gut, die müssen wir zuallererst erledigen, weil... Das wird jetzt ein harter Kampf. Dann wird die Folge etwas länger gehen, weil wir hier noch kämpfen müssen. Station complete. Aber gut. Und es beginnt zu laggen. Reroute all auxiliary power to weapons. Die Galaxy wird jetzt schon mal Source Separation machen. Standing by. Und da ist gerade eine 20. Gala unter Bord gegangen. Fire when ready. Oh, super. Reroute all auxiliary power to weapons. Meine Fregatten hat schon zerfetzt. Ready weapons. Kannst man sich auch kaum an der Oberfläche der Guardians. Das ist doch zum kleinen Kinderkrieg. Acknowledge, Starfleet. Man muss bloß hoffen, dass die Capitage was ausrichten. Alter, okay. Reroute all auxiliary power to weapons. Gerade ziemlich sauer. Na gut. Wenn ich so fertig gemacht werden würde, wäre ich auch sauer. Na gut, das haben sie sich selber zuzuschreiben. Ja, ich verlasse eben mal kurz den Kampf, weil ich glaube nicht, dass meine Flotte das überleben wird. Ja, dann hat sich der Plan jetzt eben schon wieder geändert. Wir brauchen den Dreadnought. Research complete. Alter. Awaiting orders. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, wir ziehen uns zurück, aber wohin? Station complete. Ist da gerade. Oh nein, da ist gerade der Rippelschiff noch aufgegangen. Ist noch da oben. Gut, dann. Fire all weapons. Drehen wir unser Feuer jetzt hier irgendwo drauf. Lebt Picard noch? Ja, da ist er. Station complete. Station complete. Station complete. Läuft nicht so rund, wenn ich ehrlich bin. Scheiß Galor-Klasse. Jetzt auf die brutale Art und Weise. All hands to battle stations. Wenn die Cardis das nächste Mal provozieren, kriegen sie den Dreadnought in die Nase. In die Nase, ja. Tolle Drohung. Ich ramme euch ein ganzes Schiff in die Nase. Hm? Klingt gar nicht nach Kinderratten. Nein, nein. Die Galaxie jetzt wieder zusammen, ja. Selbst wenn ich die Cardis jetzt hochschicken würde, das würde mir nicht helfen. All sections report. Divert power to weapons. Eieiei. Station complete. Es gibt mir gerade was durch den Kopf. Hm.
Okay, ich entwickle gerade einen abgrundtiefen Hass gegen Spezies 847. Fickt euch doch ins Knie. Research complete. Fire all weapons. So ein Talk, Mr. Starbase has been lost. Was? What? Spezies 842 ist nicht OP. Nein. Jungs, wir müssen zurückziehen, Jungs. 842 ist gerade eine saustarke Bedrohung. Alter, das gibt es doch nicht. Ach, das ist doch Tarkmist. All hands to battle stations. Oh oh, ist das Fox? Oh oh. Ah, meine Heroes leben noch, meine Galaxy. Warum ein Fox geht gerade drauf? Alert the crew. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ihr elenden Wichs 8472s. All hands to battle station. Mitten in meine Verteidigung. Na egal. Na. Natürlich zerstören die Willis jetzt erstmal meine Verteidigung. Meine Ressourcen. All sections report. Und Box ist Geschichte. Gut, Strategiewechsel. Wir verzichten jetzt erstmal komplett auf Fregatten und gehen komplett auf Kreuzer. Enemy engaged. Gut. Cisco. Wir ziehen uns gleich komplett hier hin zurück. Research complete. Es läuft im Moment gar nicht gut. Aber Fox hat's überlebt. Sehr schön. Ja, natürlich. 8472 zerfetzt erstmal meinen kompletten Planeten. Das sind kleine, winzige Arschgeigen. Oh, gut. Gut. So, Dreadnought ist gebaut. Ihr kriegt jetzt auf den Arsch. Ihr kriegt jetzt alle auf den Arsch. Einschließlich euch, ihr scheiß kleinen Cardis. Yes. Das glaube ich doch jetzt nicht. Und vor allen Dingen, warum greift A472 die ganze Zeit eigentlich mich an? Es gibt auch noch die Klingonen und die Cardassianer auf der Map. Ihr Spastiker. Mann, jetzt bin ich auch sauer hier. Ich werde beleidigend. I'm Captain Benjamin Sisko of the USS Defiant. Scheint keiner so, als würden wir Mars wieder verlieren. Ja, das war eine kurze Freude. Na gut, sollten wir jetzt Mars wieder verlieren, ziehe ich mich über den zweiten Marsmond zurück zur Basis. Und dann kommen wir wieder mit einer reinen Kreuzerflotte. Das ist jetzt Gesetz. Set a course. Gesetz, nicht Gesetz, sondern Gesetz. Engage engines. Standing by. Und ihr Jungs macht jetzt Engage engines. Plage da fertig. Eieiei, das läuft nicht gut. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, schau so. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Wolf?